Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ich dachte, ich nehme euch heute mal mit an den Strand. Genauer gesagt bin ich jetzt an der Ostsee hier in Scharbeutz und dachte mir, ich teste mal mit euch heute hier die neuen Balsen Summer Edition Kekse. Der Sommer lässt sich noch ein bisschen Zeit, muss ich sagen. Wir haben ja gerade 12 Grad, aber nichtsdestotrotz, es regnet nicht. Und als Hamburger bin ich immer Optimist, was das Wetter betrifft. Von daher ist es für mich jetzt schon sehr, sehr gutes Wetter heute. Und ihr seht es ja auch, der Himmel klärt so langsam auf. Und mal schauen, vielleicht bis zum Ende des Videos haben wir hier vielleicht auch ein bisschen Sonnenschein. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie diese Dark and White Waffeletten schmecken. Ich dachte auf den ersten Blick, als ich die im Internet gesehen habe, dass die von beiden Seiten mit Schokolade gefüllt, also mit Schokolade überzogen wären. Ich dachte erst dunkle Schokolade und helle Schokolade. Aber es sind dunkle Waffeletten überzogen mit weißer Schokolade. Und das ist Teil der Sommer Edition und die habe ich ja auch schon hier getestet, den anderen Teil. Das war nämlich die ohne Gleichen mit Kokos und mit Erdbeer. Erdbeer war mir damals etwas zu süß, aber Kokos fand ich echt sehr lecker. So, wollen wir mal gucken, wie der dritte Teil der Sommer Edition schmeckt. Oh, man gibt sich geheimnisvoll, schaut mal. Hiermit könnte ich mir noch mal ein bisschen extra Bräune am Strand eigentlich einfangen. Meine Güte, wie witzig. Eine silberne Verpackung. Praktischerweise, auch wenn man vielleicht mal irgendwo gestrandet ist, kann man damit noch ein paar Notsignale abdichten. Wer weiß. So. Aber ich hoffe, die sammeln mich auch nicht gleich ein, wenn ich hier mit meinem metallischen Ding hier rumwinke. Ich glaube, es ist eh schon ein beklopftes Bild, weil ich sitze hier gerade nämlich am Strand, Handyhalterung in den Rucksack gesteckt und für Selbstgespräche mit der Kamera. Naja, aber ihr seid ja auch noch da. Hoffe ich zumindest, dass das Video jemals seinen Weg auf YouTube finden wird. So, hier haben wir die Waffeletten mit feinster weißer Schokolade. Ich beiße die erstmal ohne Schokolade ab. Ui. Die sind richtig schön knusprig, schaut mal. Hauchdünn, ganz zart und sehr, 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 sehr schön bröselig. Guck mal. Richtig, richtig lecker. Die Waffeln sind schon mal richtig, richtig geil. Ich esse jetzt mal einen in einem Haps weg. Das müsste auch gehen. Die Waffeln haben eine sehr, sehr geile, knusprige Konsistenz. Eine leichte Kakaonote, die weiße Schokolade rundet das dezent ab. Allerdings hätte ich damit gerechnet, dass die weiße Schokolade noch intensiver schmeckt. Vielleicht liegt es auch gerade an der kühlen Luft, dass mir die Geschmacksnerven so ein bisschen eingeschlafen sind, aber ich hätte mit noch einem krasseren Geschmack gerechnet. Aber ich glaube, die sind super geil. Wenn man die jetzt mal so in heiße Milch eintunkt, dann schmecken die bestimmt megamäßig geil, ihr Lieben. Deswegen auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich den Waffeletten mit weißer Schokolade gut gemeinte 8 Punkte, ihr Lieben. Das war es auch schon von meinem kleinen Strandvideo hier. Ich wünsche euch noch alles Gute. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!